Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier in der bisher recht kurzen Playlist. Ja, denn der Ulysses Verlag hat ja immer mal wieder gesagt, dass das immer sehr schwierig ist, Dinge von Warhammer Fantasy umzusetzen. Also bis man dann den ganzen Abfertigungsprozess und Freigabeprozess durchlaufen hat und was da noch alles dranhängt, dauert das immer sehr lange. Deswegen kommen sie da immer nur recht langsam voran. Ja, und natürlich hat es jetzt auch irgendwelche Abenteuer immer wieder gegeben, aber Abenteuer bespreche ich ja im Prinzip so gut wie nie. Ja, und ich bin jetzt auch kein Warhammer-Spieler der ersten Stunde oder Tabletop-Spieler oder irgendwas generell. Also ich kenne mich da auch nur sehr rudimentär aus. Aber ich habe irgendwann mal die Sachen dazu, vor allem das Grundregelwerk, den SL-Schirm und so weiter, habe ich geschenkt bekommen. Und ich hatte zwar immer noch nicht Zeit, mich damit etwas näher zu beschäftigen, habe natürlich immer von anderen Leuten schon einiges gehört, vielleicht mal ein Let's Play geguckt. Und ja, ich finde das alles eigentlich ganz cool und den Artstyle finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Gefällt mir ziemlich gut. Dieses ganze Dreckige auch. Naja, ist halt Dark Fantasy. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile eine, ja, Mini-PDF, in die wir mal kurz reingucken können. Und da kann ich euch dann ein bisschen was sagen, was da alles so drin ist überhaupt. Ja, da geht es einfach um Monumente, des Reichlandes. Düstere und gefährliche Monumente natürlich. Ich finde, das Cover ist auch schon wieder richtig cool. Das ist einfach Warhammer. Ja. Gibt auch ein Inhaltsverzeichnis der PDF. Ein Backcover gibt es hier nicht bei der PDF. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es das überhaupt als Heft gibt. Ich denke mal nicht, mit nur 15 Seiten. Ja, ich habe gerade mal geguckt. Nee, also scheint es nur als 3,99 € PDF zu geben und das war's. Okay. Ja, 15 Seiten sind nicht viel. Das haben wir hier schnell gemacht. Hier nochmal das Inhaltsverzeichnis von den Dingen, die hier überhaupt drin sind. Und es gibt dann anscheinend fünf bemerkenswerte Monumente. Und anfangen tut das Ganze hier mit ein paar allgemeinen Zeilen, natürlich wieder sehr klein gedruckt, wie man das so kennt, in den deutschen Warhammer-Büchern. Ich finde ja immer das Kleingedruckte, also die kleine Schriftart meine ich, die finde ich immer etwas weniger schlimm, wenn drumherum der ganze Artstyle und das Layout irgendwie cool ist. Und das finde ich bei Warhammer halt schon und bei D&D auch. Wobei da in den neueren Büchern, die nicht von Ulysses sind, ist ja anscheinend die Schriftgröße teils auch mal größer. Aber gut. Also allein dieses Bild hier wieder, das ist unglaublich. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Wimmelbilder, die man mal in der Schule als Grundschulkind oder so hatte. Nur eben in erwachsen und cool. Ja, und dann geht es hier los mit der Statue des Bürgermeisters Holger Rauck. Na, ist man eher normalerer Name, nicht wieder irgend so ein ziemlich komischer, wovon sie gedacht haben, das ist doch irgendwie richtig deutsch. Na gut. Und hier in die Einleitung, davon kann ich euch mal kurz den Einblick hier geben. Könnt ihr mal schauen, wie das so geschrieben ist. Genau, und ja, das Geheimnis, also will ich natürlich jetzt hier auch nicht groß spoilern. Ein paar Zeilen hat man jetzt vielleicht davon gesehen. Ja, das mit dem Geheimnis geht hier auch nochmal, ja, über eine Seite tatsächlich. Und da gibt es auch eine kleine Tabelle, was da so passieren kann. Eine W10-Tabelle. Und es gibt dann auf einer Drittelseite auch noch unten schön Abenteueraufhänger, zwei Stück, bevor es dann eben weitergeht mit dem Ehrenmal für die Gefallenen der Schlacht von Auerswald. Ja, auch hier die Einleitung ist ungefähr so lang wie bei
dem ersten Monument. Auch das Geheimnis ist hier wieder ungefähr genauso lang, so eine Seite. Hier gibt es allerdings diesmal drei Abenteueraufhänger und ja, eine Tabelle ist hier jetzt anscheinend dann an der Stelle nicht nötig. Aber es gibt hier tatsächlich noch eine Person, die hier anscheinend eine gewisse Rolle spielt. Die hat auch noch mal eine halbe Seite abbekommen. Und ja, dann geht es weiter mit dem dritten Monument. Mit von Plotzkanals Uhrenturm. Und da ist die Aufteilung auch wieder ähnlich. Allerdings gibt es hier eine richtig, richtig große halbseitige Tabelle, wo es um irgendwelche Geistersachen geht. Und ja, das Geheimnis ist, glaube ich, ja, ein bisschen kürzer gehalten hier. Dafür sind die Abenteueraufhänger ein paar Zeilen vielleicht länger. Ja, auch wieder zwei Stück. Und ich finde das Bild auch ziemlich geil. Kann man ja einmal hier ein bisschen in größer zeigen. Sehr, sehr cool. Ja. Und dann geht es hier als nächstes weiter mit dem Falken von Mackenstein. Da haben wir dann diesmal etwas weiter rechts im Layout. Die Abenteueraufhänger sind auch wieder drei diesmal und auch mit etwas mehr Zeilen, deswegen über eine ganze halbe Seite. Ganze halbe Seite, ja, also halbe Seite. Und ansonsten, Geheimnis ist auch wieder entsprechend normal lang, keine Tabellen oder so, alles recht einfach und klassisch gehalten hier. Und als letztes haben wir dann noch die Parantodsäule. Genau, das hier einmal als Einleitung und hier haben wir dann auch auch wieder sehr, sehr schönes Bild. Ja, das ist hier einfach dieser, also vom Grundtyp dieser Artstyle, der auch in der Einring erste Edition mit drin war. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Das ist wirklich mit mein Lieblings-Artstyle. Und ich glaube, da ist auch mindestens eine Person, die bei den Mittelerde-Sachen was illustriert hat, auch hier bei Warhammer dabei. Na gut, ja. Also nach der Abbildung geht es noch ein paar Zeilen weiter, dann kommt das Geheimnis. Das ist auch, ja, das ist diesmal ein bisschen länger. Das ist hier wirklich nochmal insgesamt so zwei Seiten diesmal. Da gibt es auch nochmal fetten Kasten mit Werten und so weiter für Dinge hier aus dem Hintergrund und zwei normale Abenteueraufhänger. Und auch nochmal so eine Art Grimoire, das damit zusammenhängt, das auch nochmal eine halbe Seite einnimmt. Und ich finde ja hier am Ende diese Ratte auch nochmal geil. Nochmal mit so einem extra fiesen Schwanz. Gut, das war es dann hier auf den 15 Seiten. Ich kann nochmal kurz schauen, ob ich hier Namen wiedererkenne. Illustration Sam Manley. Ja, der Name sagt mir jetzt nichts. Okay, ist der jetzt für alle Illustrationen hier verantwortlich gewesen? Graphic Design and Layout. Rachel Macken. Okay, sagt mir jetzt auch nichts. Na gut. Naja. Gut, das dann erstmal nur kurz zu den Monumenten des Reiklands, was ihr hier so drin erwarten könnt ungefähr. Ja. Und ich bin immer fast schon davor, wie bei Hexen 1733, bei den ganzen Mini-PDFs, die immer wieder kommen, zu sagen, ah ja, hier ist ein Mini-PDF bei DSK. Die schwarze Katze geht es mir ähnlich, dann zu sagen, oh, das ist hier ein Mini-PDF, ja, da wollen sie dann, wenn genügend draußen sind, dann ein Sammelband draus machen. Ja, nee. Also, die Angabe haben wir jetzt bei DSK oder Warhammer Fantasy nicht. Jedenfalls hätte ich davon bisher noch nichts gehört. Das wäre mir neu. Ja, wobei bei DSK, die Mini-PDFs, die da rauskommen, sind ja immer diese, das ist ja diese Analogie zum, dieses Äquivalent zum Heldenwerk von DSA, das ist ja dann dieses Botenwerk. Und das ist ja im Gegensatz zum Heldenwerk nicht immer nur aus Abenteuer, also es besteht nicht immer nur aus Abenteuern, sondern auch aus normalen Spielhilfen wie solch einer hier. Und die bringen ja durchaus, also bei DSA zumindest, ab und an ein Heldenwerk-Archiv raus. Und könnte natürlich sein, dass es irgendwann das erste Pfotenwerk-Archiv auch gibt.
Na, sind wir mal gespannt. Okay. Dann soll es das hier erstmal gewesen sein mit dieser kleinen PDF. Und ja, ich bin mal gespannt, ob nochmal irgendwas, ich sag mal, Quellenbuchartiges, Größeres von Warhammer Fantasy rauskommt. Insbesondere interessieren mich ja auch immer solche Sachen wie einfach ein Regionalband, ein Weltenbuch quasi. Ich meine, das ist zwar auch irgendwo alles im Grundregelwerk beschrieben, aber man könnte ja nochmal ein richtiges, einzelnes, detaillierteres machen. Und ganz ehrlich, also ich bräuchte jetzt bei Warhammer auch, glaube ich, nicht ganz viele einzelne Regionalbände wie bei DSA oder so, sondern einfach so ein Weltenbuch nochmal. Na gut, aber ich kenne auch die ganze Vorgeschichte von Warhammer Fantasy nicht wirklich. Also, das ist ja Warhammer Fantasy 4, glaube ich, ne? Vierte Edition. Und ob es vorher mal irgendwelche solche Sachen gegeben hat, weiß ich nicht. Ich glaube sogar eher nicht. Ich hatte da zumindest mal einen Kumpel, der Warhammer allgemein cool findet und der da auch ziemlicher Tabletop-Spieler ist, damit viel gemacht hat. Der hatte, glaube ich, mal gesagt, dass es auch bei den vorherigen Editionen jetzt nicht so viele Bücher gab in so Quellenbuch-Hinsicht und so weiter. Vielleicht eher ein paar Abenteuer, eine Kampagne mal hier und da. Naja, gut, bin auf jeden Fall mal gespannt. Klar, man könnte auch jetzt schauen, was gibt's im Englischen schon. Mache ich vielleicht auch gleich nochmal. Ja, ich habe tatsächlich gerade mal kurz pausiert und weil ich einfach zu neugierig war, mal kurz geschaut bei Cubicle 7 auf der Shopseite. Und ja, es gibt natürlich da schon recht viel, ne? Da habe ich irgendwie ewig nicht geguckt, weil ich es eben bisher auch noch nicht groß gelesen oder gespielt, geleitet habe. Hätte ich aber mal Bock drauf. Ja, es gibt, also wie ich gesehen habe, gibt es schon mal so hier und da ein Städtebuch. Middenheim gibt es, Salzenmund oder wie das heißt, gibt es, habe ich auch noch gesehen. Und mit Lustria oder Lastria gibt es ja anscheinend irgendwie so ein Regionalband, der übers Reichland hinausgeht, auch so richtig. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass es so einen richtigen Weltenband, also Reiklandband, sage ich mal, direkt gibt. Ja, also ansonsten, wenn ihr da irgendwas wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ansonsten, ja, sind wir mal gespannt, was dann noch so irgendwann von Ulysses übersetzt wird. Zumindest, ich glaube, Lustria haben sie, glaube ich, mal erwähnt, dass das noch kommen soll. Naja, also eigentlich kommt ja alles irgendwann mal, aber es dauert halt. Okay, dann erstmal bis hierher und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.